Jetzt müssen wir aber schlafen gehen. Nein, komm nicht in Frage. Aber nicht doch, ich muss zeitig aufstehen. Ach was, wir gehen noch zu mir. Ich meine zu ihr. Du wirst sehen, Romy ist ein tolles Mädchen. Sie erwartet mich zum Nachtessen. Ja, sie erwartet sie, aber nicht mich. Ah, du bist ich. Ah, nein, ganz und gar nichts. Sie sind ein König und ich bin ein Journalist. Sind alle Katzen grau. Nun komm schon. Es bringt Unglück, wenn man die Silvesternacht allein verbringt. Muss völlig betrunken sein. Was ist das nur? Ach, die amüsieren sich auch noch. Die haben doch keine Lust, schlafen zu gehen. Ach, Sie sind's, Mutter Kirsch. Sie haben mich aber erschreckt. Ach, Sie sind ein Nervenbündel, Fräulein Romy. Ach, ich habe Ihnen Champagner gebracht. Oh, danke. Was für ein schöner Stoff das ist. Ich habe einen Strauß mit gelben und malbenfarbenen Blumen in den Flur gestellt. Oh, wirklich? Mhm. Genau das sind die Farben des Königs. Ach, Sie haben vielleicht ein Glück. Ein König. Und noch dazu ein ganz junger. Ja, so ist es. Stimmt es eigentlich, dass der Hausbesitzer ihn kennt? Ah, ja, Sie sind sogar sehr befreundet. Der Graf Selz hat ihm die Wohnung zur Verfügung gestellt. Ich hätte ihn ja gern zum Nachtessen gebeten, aber leider muss er den Silvesterabend mit seiner Familie verbringen. Na, das ist aber wirklich schade. Oh. Sie sind's, Mareike. Sie haben das Kleid doch noch fertig gemacht. Ich war schon unruhig. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Es ist sehr schön geworden. Ich freue mich, dass es Ihnen gefällt. Wie das gearbeitet ist, das geht sicher über die Finger. Hier, Mutter Kirsch. Schauen Sie sich das an. Oh, ist das schön. Superb und raffiniert. Und so elegant. Wie ich sehe, sind Euer Majestät in fröhlicher Stimmung. Nein, nicht Euer Majestät. Kri-Kri, wie gewöhnlich. Auch in Gegenwart dieses jungen Mannes. Wollen Sie mir Ihren Freund nicht vorstellen? Oh, ja, ja. Hab ich ganz vergessen. Sag deinen Namen. Castor, mein lieber Pollux. Aber nun bleiben Sie doch nicht im Treppenhaus. Bitte sehr. Nach Ihnen, Majestät. Oh, doch. Wir haben uns in Grinzing getroffen und haben ein paar Glas Weißen getrunken, das ist alles. Aber Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Ich bin sehr glücklich, Sie zu empfangen. Sie wissen, was der König will, das ist Gesetz. Du sagst es, Liebling. Ich bitte Sie, nehmen Sie Platz gegenüber von Kri-Kri. Ich lege noch ein Gedeck für mich auf. Nein, nein, ich versichere Ihnen, ich möchte einen so hübsch gedeckten Tisch nicht in Unordnung bringen. Lassen Sie sich nicht so bitten, setzen Sie sich. Danke. Der Champagner muss kommen. Ich kann nur ein paar Minuten bleiben. Ich muss gehen. Ah, du wirst jetzt endlich mal still sein, hm? Hör zu, Castor. Du siehst schlecht aus. Du musst essen, weil dir sonst übel wird. Wohin gehst du? Ich will mal nachsehen. Irgendwo muss ein Fenster offen stehen. Mir ist kalt an den Beinen. Du solltest uns deine Beine lieber zeigen. Sie ist wunderbar, glaub mir. Ich muss auch sagen, Romy ist ein wunderbares Mädchen. Ja, ganz was anderes als die Königin. Die Wohnungstür war offen. Ich glaubte, ich hätte sie vorhin geschlossen. Hoffentlich ist niemand hereingekommen. Je mehr Verrückte wir sind, umso lustiger. Danke. Meine Aufdringlichkeit hat lange genug gedauert. Ich darf Sie bitten, mich jetzt zu entschuldigen. Nein, nein, es ist doch noch sehr früh. Es ist doch noch nicht Mitternacht. Vielleicht, aber ich werde in Paris erwartet, meine Teure. Schade, dass Kri-Kri Sie in dem Augenblick kennengelernt hat, wo Sie Wien verlassen. Nicht so wichtig. Lass ihn laufen. Er ist ein Verräter. Wirst du wenigstens mal was von dir hören lassen? Wohin soll ich schreiben? Du brauchst nur auf den Umschlag zu schreiben. Christian Friedrich, der zweite König von Transsilvanien, und der Brief kommt an. Majestät. Ich hoffe, Sie wiederzusehen. Ja, auf bald. Was ist passiert? Was hat sie? Sie ist in den Hof gestürzt. Schnell! Holen Sie jemand! Holen Sie einen Arzt! Sie ist schwer verletzt! Beeilen Sie sich! Schnell! Was ist los? Huh?
Ich habe unten Geräusche gehört. Ist was passiert? Ist jemand krank? Wieso? Wer sind Sie? Ich bin die Hausbesorgerin. Ich mache auch sauber hier. Um Gottes Willen, rufen Sie einen Arzt. Fräulein Romy hatte einen Unfall. Oh Gott. Oh ja, das muss ich. Das ist ja entsetzlich. Ich rufe ihn sofort, ja. Wie konnten Sie so etwas tun? Verdammt nochmal, hören Sie auf zu trinken! Als ich Sie verlassen habe, waren Sie im Schlafzimmer. Wie kommt es, dass Sie aus dem Fenster gestürzt ist? Ich weiß von nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich lag auf dem Bett die ganze Zeit über. Ich habe dann noch gelegen, als du geklingelt hast. Aber was war denn mit Romy? Sie hat mich rausgebracht. Ist sie dann ins Zimmer zurückgekommen? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Es ist möglich. Ist mir schlecht. Denken Sie doch mal nach. Sagen Sie mir, was passiert ist. Wieso ist sie aus dem Fenster im Flur gefallen? Ich sage dir doch, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es ist sinnlos, weiter zu fragen. Ich muss gehen. Was tun Sie denn? Sie müssen bleiben. Ihr Verhalten ist erbärmlich. Nein. Ich muss hier weg, verstehst du? Mach dir keine Sorgen. Das kommt alles in Ordnung. Ich werde mich darum kümmern. Ja, ja, natürlich. Kommt ja immer alles bestens in Ordnung. Hier soll ein Unfall passiert sein. Wieso? Woher wissen Sie das? Die Hausbesorgerin hat uns benachrichtigt. Aber ich hatte Sie doch gebeten, einen Arzt zu rufen. Wir brauchen einen Arzt. Diese Frau hat uns gesagt, dass sie alles Notwendige veranlassen würde. Wir führen nur die Zeugenverhöre durch und wenn es sich ergibt, die Verhaftungen. Du bleibst da und passt auf, dass niemand die Wohnung verlässt. Zeigen Sie mir das Opfer. Kommen Sie. Er war's. Es kann bloß er gewesen sein. Aber gehen Sie vorsichtig mit ihm um. Solche Leute muss man mit Respekt behandeln. Es handelt sich nicht um den ersten Besten. So jemand kann man doch nicht wie einen Verbrecher verhaften. Auf eine solche Geschichte waren wir nicht gefasst. Das ist doch einfach unglaublich. Ein König, der zu so einer geht. Naja, man muss die Dinge ja schließlich beim Namen nennen. Mein Gott, was wollen Sie? Es ist wie überall auf der Welt. Ein Mann ist eben ein Mann. Also, wenn Sie meine Meinung hören wollen, es wäre bestimmt besser, wenn man so tun würde, als wüsste man nicht, wer er ist. Man muss aufpassen, mit solchen Leuten kann man nie vorsichtig genug sein. Mir scheint, es wäre vielleicht besser, wenn wenn der Herr uns sagte, was genau vorgefallen ist. Nun, nichts Besonderes. Wir haben ein paar Gläser getrunken und dann habe ich meine Freunde verlassen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie behaupten, dass außer Ihnen und dem Opfer noch eine andere Person anwesend war. Aber natürlich. Und wo ist diese andere Person? Sie ist sicherlich im Zimmer nebenan. Zeigen Sie es mir. Ist das die Tür zum Lieferantenaufgang? Da ist niemand hinausgegangen. Die Tür ist doppelt von innen verschlossen. Ich verstehe das nicht. Ich habe das Fenster geöffnet, um ein bisschen zu lüften. Es war nötig. Also sagen Sie, wo ist diese dritte Person? Ich sehe mich leider gezwungen, mein Herr, Sie aufzufordern, mir zum Polizeikommissariat zu folgen. Ich sage Ihnen, wir waren nicht zu zweit, wir waren zu dritt. Der Beweis, es ist für drei gedeckt. Jedenfalls waren es drei Gedecke. Haben Sie eins abgedeckt? Nein. Ich hätte zu viel Angst, eine Dummheit zu begehen. Ich weiß ja wohl, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, darf man vor allem nichts anrühren. Otto! Mein Herr, erschweren Sie unsere Aufgabe nicht. Kommen Sie mit und leisten Sie bitte keinen Widerstand. Versuchen wir, einen Skandal zu vermeiden. Raus! Ach, was für eine Geschichte. Ich habe gerade mit dem Innenminister gesprochen. Er ist außer sich. Aber Herr Direktor, ich habe doch nur meine Pflicht getan. Wenn seine Majestät im Gefängnis ist, dann darum, weil ein schwerer Verdacht gegen ihn vorliegt. Sind Sie sich denn nicht über die Folgen im Klaren? Ich lese ihn vor. Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von Transsilvanien. An den Minister des Innern in Wien. Wir haben an seine Majestät, den König von Transsilvanien, mehrere Telegramme gerichtet, der inkognito im Hotel Schwarzenbeck abgestiegen ist. Schwarzenberg! Trotz ihrer extremen Dringlichkeit sind diese Telegramme unbeantwortet geblieben. Oh, das wundert mich überhaupt nicht. Er hat sich nie in dem Hotel blicken lassen. Nur sein Gepäck ist dort abgebrochen. Unterbrechen Sie mich nicht! Das Außenministerium Transsilvaniens ersucht den Herrn Minister, Nachforschungen anstellen zu lassen und ihm zu bestätigen, dass seine Majestät, der König, diese verschiedenen Nachrichten auch tatsächlich in Wien erhalten hat. Was soll ich denn nun machen? Es wird noch so weit kommen, dass wir beschuldigt werden, die Diplomatenpost abzufangen. Da haben Sie sich vielleicht einen Schnitzer geleistet. Wieso denn ein Schnitzer? Ich bin sicher, die Untersuchung wird... Kapieren Sie denn nicht, Mann? Es wird keine Untersuchung geben, verstanden? Das kommt gar nicht in Frage. Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass ein König niemals ein Mörder sein kann.
Das ist absolut logisch und das verlangt der Takt. So, ich gehe jetzt zu seiner Majestät. Wo haben Sie ihn hingesteckt? In eine der Zellen unten. In eine Zelle? Keine Sorge, ich habe Sie komfortabler gemacht. Ich habe dem Sergeanten gesagt, er soll das Sofa aus meinem Büro hinbringen. Ich werde Sie begleiten. Nein, nein, nicht nötig. Ein Wachtmeister reicht mir. Einer von den Wachtmeistern wird Sie hinführen. Schulz! Raus! Ich hoffe, Sie haben die Güte, um zu entschuldigen. Sie wissen ja, wie Polizeibeamte sind. Sie sind nicht immer sehr... Nein. Nun ja, ich glaube, Sie kennen Beamte nicht. Nein, ich kenne Sie nicht. Und wer sind Sie? Martin Weiden, Leiter der Kriminalpolizei. Ah ja, ich verstehe. Eine furchtbare Geschichte, die da heute Nacht passiert ist. Unter den gegebenen Umständen werden Sie verstehen, dass es besser war, nicht sofort in Ihr Hotel zurückzukehren. Wie dem auch sei, ich habe das Notwendige veranlasst. In ein paar Minuten werden Sie sich wieder in Ihrer Suite befinden. Euer Majestät. Majestät? Aber ich bin doch kein König. Aber ja, ich verstehe sehr gut. Sie sind inkognito hier. Machen Sie sich deswegen bitte keine Sorgen. Sie können mit unserer absoluten Diskretion rechnen. Ganz besonders gegenüber der Königin. Der Königin? Ah ja. Aber hören Sie, da liegt ein... Euer Majestät, ich muss Ihnen sagen, wären Sie es nicht. Hätten wir Sie so lange im Gefängnis behalten, bis die Angelegenheit untersucht worden wäre, was mehrere Wochen beansprucht hätte. In der königlichen Suite haben Sie es natürlich bequemer. Ja, 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 natürlich. Dürfen wir Ihnen vielleicht raten, Ihren Aufenthalt in Wien um ein paar Tage zu verlängern, Euer Majestät? Wir müssten Sie nur bitten, sich ganz unauffällig zu verhalten. Ich meine so, als ob nichts vorgefallen wäre. Was die Presse anbelangt, so können Sie ganz beruhigt sein. Die Hausbesorgerin hat strikte Anweisung erhalten, über die Angelegenheit zu schweigen. Nicht ein einziger Journalist wird irgendetwas erfahren. Nee, wir haben Konkurrenten dieses Reporters Jérôme Fandor aus Paris hier in Wien. Es ist unerhört. Ah, was Sie nicht sagen. Ich wusste gar nicht, dass dieser Fandor so berühmt ist. Doch, doch, das ist er. Und wir interessieren uns auch für diesen sogenannten Fantomas, den König des Verbrechens. Wie wir erfahren haben, befindet er sich in Mähren. Fantomas? Er ist wieder aufgetaucht? Nun ja, wenn ich sage, der König des Verbrechens, dann sagt man das so dahin. Euer Majestät mögen entschuldigen. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen wollen, ich werde Sie begleiten lassen in Ihr Hotel. Pardon. Königliche Hoheit werden aus Paris verlangt. Darf ich verbinden? Ja, richtig. Verbinden Sie bitte. Hallo, Fandor. Wie geht es dir? Und wie steht's mit deinen Ferien? Bist du Ski gelaufen? Sag mal, solltest du nicht heute Abend zurück sein? Ja. Ja, aber ich konnte wegen eines Zwischenfalls heute noch nicht abfahren. Sie müssen unbedingt nach Wien kommen, Juve. Nach Wien? Weshalb? Was ist denn los? Ich kann jetzt schlecht darüber reden. Ich fürchte, man hört mir zu. Kommen Sie. Sie müssen eine Untersuchung durchführen. Na schön, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde morgen früh in Wien sein. Und wo finde ich dich? Im Hotel Schwarzenberg. Es ist im Zentrum von Wien. Fragen Sie nach seiner Majestät. König Friedrich Christian II. Von Transsilvanien. Wieso? Bist du Gast bei dem König? Nein, das bin ich nicht. Wissen Sie, der König bin ich. Der Generalsekretär der österreichischen Kreditbank, Euer Majestät. Er ersucht um eine Audienz. Mhm. Um diese Zeit? Na gut. Ich lasse bitten. Gut. Euer Majestät mögen entschuldigen, dass unser Generaldirektor wegen Krankheit nicht in der Lage ist, persönlich zu kommen, um Euer Hoheit Befehle in Empfang zu nehmen. Wie er die Ehre und das Vergnügen hat, dies gewöhnlich zu tun. Welche Summe benötigen Königliche Hoheit? Nun ja, zunächst einmal müssten Sie diese Rechnung bezahlen. Selbstverständlich. Hier sind 100.000 Schillinge. Ist das ausreichend, Königliche Hoheit? Ich habe ohnehin genug Bargeld. Das zahlen Sie auf mein Konto ein. Ach so, ja. Wie Euer Majestät wünschen. Ich würde Sie nur bitten, all den guten Leuten, die sich um mich kümmern, Trinkgelder zu geben. Seien Sie großzügig. Wie Euer Majestät wünschen. Majestät? Euer Majestät sind wirklich zu großzügig. Vergessen wir das. Draußen wartet ein Herr, der um eine Audienz bei Euer Majestät bittet. Ich glaube, er ist Franzose. Ah, ich weiß, wie es ist. Lassen Sie ihn sofort reinkommen. Schön. Guten Abend, Euer Majestät.
Und vielen Dank für die Freigebigkeit. Oh, der Bankangestellte hat Sie anscheinend für einen Gepäckträger gehalten. Bringen Sie die Koffer in mein Schlafzimmer. Nochmals vielen Dank, Majestät. Ich komme up vor Hunger. Der Zug hatte keinen Speisewagen. Bedienen Sie sich. Danke. Also, wenn ich recht verstanden habe, sitzt du ganz schön in der Patsche, hm? Ja, vielmehr nein. Das war Absicht. Ich werde fantastische Artikel schreiben können. Erzähl mal, schieß los. Was gibt's? Polizei des Königreichs Transsilvanien. Ich bin Inspektor Jules. Und ich ermittle im Zusammenhang mit dem Tod Ihrer Mieterin im dritten Stock. Sagen Sie mir bitte, haben Sie den König vorbeigehen sehen, als er hier geläutet hat, um zu seiner Geliebten raufzugehen? Ah nein, ich habe gar nichts gesehen. Ich war in meinem Bett. Ich habe nur die Schnur zum Öffnen der Tür gezogen, als er sich mit Kikri gemeldet hat. So hat er sich von Fräulein Romy nennen lassen. Mhm. Ich habe ihn nie leibhaftig gesehen. Sie wissen ja, unser Eins muss diskret sein. Ja, und war er allein? Ich würde bei der Bibel schwören, dass niemand bei ihm gewesen ist. Ich bin mir dessen weniger sicher. Wissen Sie, ob Fräulein Romy an diesem Abend noch weitere Gäste gehabt hat? Die Schneiderin war kurz bei ihr, die kleine Mareike. Sie wohnt hier im Haus. Das war, glaube ich, so gegen 9:30. Sie brachte ihr das Kleid, das sie ihr gemacht hatte. Ein entzücktes Kleid, das arme Ding. Ich war hinaufgegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich machte immer sauber bei ihr. Ich habe auch mal gekocht. Ach, dann haben Sie sicher auch die Schlüssel. Ja, die Mieter vertrauen sie mir im Allgemeinen an. Wissen Sie, ob diese Schneiderin im Moment zu Hause ist? Ich glaube schon. Sie ist keine von denen, die viel ausgehen. Sie ist ein sehr anständiges Mädchen. Im 6. Stock, rechts. Rechts. Ist außer Betrieb. Fräulein Mareike? Ja? Hätten Sie 2 Minuten Zeit für mich? Ich bin Inspektor Jules von der transsilvanischen Polizei. Ja, bitte. Sie kommen übrigens im rechten Augenblick. Ich wollte gerade zur Polizei gehen, um eine Aussage eine zu machen. Aussage? Ja. Ich stand da an meinem Fenster, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und ich sah zufällig zu Ihrer Wohnung rüber. Ich sah, dass Licht hinter den Vorhängen war. Und ich sagte mir, jetzt wird wohl der König bei ihr sein. Dann sah ich, wie plötzlich die Gardinen des Fensters in der Diele auseinandergezogen wurden. Das Fenster wurde unvermittelt aufgerissen. Ich glaubte, einen Mann zu bemerken, der Fräulein Romy gepackt hatte. Sie versuchte, sich zu wehren, aber ohne zu schreien. Er hatte sie bei den Schultern gegriffen, sie hat sich weiter gewehrt, doch dann hat er sie in die Tiefe gestoßen. Haben Sie geschrien oder um Hilfe gerufen? Vielleicht habe ich nicht getan, was ich hätte tun sollen. Ich war stumm vor Entsetzen und habe den Kopf verloren. Ich bin die Treppe hinuntergelaufen, dann plötzlich bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich habe gefürchtet, dass der Mörder mich vielleicht auch umbringen würde. Ich blieb eine Minute stehen und hörte, wie laut Türen geschlagen wurden, und dann bin ich wieder raufgegangen. Sie sind also fest davon überzeugt, dass es sich nicht um Selbstmord gehandelt hat? Nein, ich bin sicher, dass jemand aus dem Fenster gestürzt hat. Aber Fräulein Romy war allein mit dem König. War er es, den Sie gesehen haben? Den König? Nein. Hätten Sie den König überhaupt erkannt? Nicht sicher. Fräulein Romy hat mir von ihm erzählt. Sie hat ihn mir oft beschrieben. Ein junger Mann, mit blonden Haaren gut aussehend. Sie liebte ihn. Ja. Die Silhouette, die Sie am Fenster gesehen haben, entsprach die dieser Beschreibung? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur einen Mann ganz in Schwarz gesehen. In Schwarz? Fantomas. Wieder er. Immer wieder er. Und mir legt man es als eine fixe Idee aus. Wenn ich Fantomas überall sehe, dann aus dem einfachen Grund, weil er überall ist. Und was ist mit dem König? Was ist aus dem geworden? Das ist sehr mysteriös. Sire, kommen Sie zu sich. Esther, wer sind Sie? Nicht die Nerven verlieren. Niemand hört Sie. Rühren Sie sich nicht, oder ich töte Sie. Sie führen sich auf wie ein Kind, Majestät. Sie sind ein Bandit! Ein Folterknecht! Ich habe getan, was ich konnte. Erbarmen! Ich kann nicht mehr! Ich ertrag das nicht! Ich bin am Ende! Ich kann nicht mehr! Worüber beklagen Sie sich? Ich habe Ihnen das Leben angenehm gemacht. Ein Schinken, einige Flaschen Schnaps. Der Schinken ist zu salzig. Ich komme um vor Durst.
Ich verbringe meine Zeit damit, vor Hunger zu sterben oder betrunken zu sein. Sie können sich glücklich schätzen. Viele würden Sie beneiden. Dafür werde ich mich rächen. Man kann sich nicht an mir rächen. Sie haben Romy umgebracht. Was wollen Sie? Ich will Ihren Diamanten. Alle Welt weiß, dass der ganze Reichtum des Königreichs Transsilvanien nichts ist im Vergleich zu Ihrem persönlichen Vermögen, das in einem einzigen roten Diamanten besteht. Von absoluter Reinheit, von unvergleichbarem Glanz und außergewöhnlicher Größe. Das Versteck, an dem Sie dieses unschätzbare Juwel aufbewahren, kennen nur Sie. Dieses Geheimnis, Majestät, werden Sie mit mir teilen. Ha, niemals. Niemals, hören Sie. Oh, ich bitte Sie, überlegen Sie doch ein bisschen. Es ist ganz einfach. Sie sagen mir, wo der Diamant versteckt ist, und ich gebe Ihnen Ihre Freiheit zurück. Ja. Und wenn Sie den Stein erst mal haben, werden Sie mich töten. Sie sind dumm, Sir. Wenn ich Ihren Diamanten habe, wird es mir beinahe unmöglich sein, ihn wieder zu verkaufen. Ich würde sofort gefasst werden. Sie werden ihn zerteilen lassen, das ist leicht. Nein. Ich habe eine viel bessere Lösung für Sie und für mich. Na bitte, ich höre. Sie brauchen nur eins zu tun. Sie besorgen sich 30 Millionen österreichische Schillinge. Der Diamant ist doppelt so viel wert. Sie geben mir das Geld und ich gebe den Diamanten zurück. Nein, das mache ich nicht! Dann verzichten Sie auf Ihr Leben. In 2 Stunden werden Sie tot sein. Ich kenne das Königreich Transsilvanien. Ich kenne es gut. Erinnern Sie sich? Tausende von Hektar Wald in Flammen aufgegangen. Mehr als 100 Bauern tot, verkohlt, das war ich. Sie können sich auf mein Wort verlassen, auf das Wort von Fantomas. Fantomas? Also entscheiden Sie sich. Sind Sie einverstanden oder nicht? Ja, einverstanden. Sagen Sie mir, wo sich der Diamant befindet. In Karpatik. Weiter. Das ist die Hauptstadt. Weiter. Im Schloss. Weiter. In meinem Zimmer. Man wird sich fragen, wer ich bin und was ich hier bei dir mache. Ich habe ein kleines Hotel gefunden. Es heißt Praterstern. Da werde ich mich einquartieren. Oh, wie Sie wollen, Chef. Tja, und wie die Zeit vergeht. Ich werde dem Grafen Selz einen Besuch abstatten, dem Hauseigentümer. Er ist sehr befreundet mit dem König von Transsilvanien. Er bringt mich vielleicht auf eine Spur. Was wünschen Sie, mein Herr? Guten Tag, mein Herr. Ich vertrete die Vereinigung der Kriegsversehrten. Und ich verkaufe verschiedene von unseren Schützlingen handgefertigte Waren. Wenn Sie vielleicht die außerordentliche Güte hätten. Ja, bitte. Kommen Sie. Ja, danke. Dieser furchtbare Krieg hat viele, viel zu viele Opfer gefordert. Was haben Sie da drin? Also, sehen Sie, ich habe hier alle Arten von Bürsten. Bürsten für Schuhe, Bürsten für Kleider und zum Reinigen von Fußböden. Und ich habe sogar Zahnbürsten, ja, ja. Gut, dann geben Sie mir von jeder Sorte eine. Ja, natürlich, sehr gerne. Das genügt. Ja, ja, danke, meine Herren. Hier, behalten Sie den Rest. Oh nein, mein Herr, nein. Das ist viel zu viel, nein. Die Soldaten haben mit ihrer Gesundheit bezahlt. Ah, ja. Ich habe meine Post zu erledigen. Sie entschuldigen. Sie wissen ja, die Neujahrsglückwünsche. Ja, ja, gewiss. Sagen Sie, da fällt mir ein, dieses Verbrechen, das in Ihrem Haus passiert ist, das ist ja furchtbar. Im ganzen Bezirk wird darüber gesprochen. Und furchtbar in der Tat. Ja. Ich war am Tag des Dramas nicht da. Ich war in Salzburg. Im Übrigen geht Sie das gar nichts an. Ach nein?
Es sei denn, Sie sind Polizist. Oh nein, 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 mein Herr, ich dachte nur, ich... Hier geht's raus. Ja, ja, durch die Tür. Danke und ein frohes neues Jahr, mein Herr. Danke, gleichfalls. Hallo? Herr, ist dort Hotel Schwarzenberg? Naja, verbinden Sie mich bitte mit seiner Majestät König Friedrich Christian. Ja, hier spricht Inspektor Jules. Hallo? Ah, Jules. Ja, ja, ich bin's. Hat's geklappt mit dem Grafen? Ich glaube nicht, dass der Graf irgendwas mit der Sache zu tun hat. Dann sind Sie also nicht weitergekommen? Ja, deshalb habe ich mich entschlossen, einen Abstecher nach Transsilvanien zu machen, um ein bisschen rumzuhorchen. Wer weiß, ob der König nicht vielleicht schon wieder zu Hause ist. Ich bin von jetzt ab Inspektor Julot von der österreichischen Polizei. Sehr gut. Und wann fahren Sie? Oh, ich fahre in 20 Minuten. Ich rufe dich vom Bahnhof aus an. Ich komme morgen früh im Morgengrauen in Karpatek an. Jules, keine Unbesonnenheit. Meine Ehrerbietung, Majestät. Auf Wiedersehen. Ich möchte auch gerne ein Telegramm aufgeben. Ja, mein Herr. Ich natürlich. Absender, Republik Österreich. Republik Österreich? Ministerium des Innern. Ministerium des Inneren. An den Direktor? Direktor. Der Polizei? Des Königreichs Transsilvanien. Transsilvanien. Schicken Ihnen heute mit dem Nachtzug? Mit dem Nachtzug? Inspektor Julot. Inspektor Julot. Ankunft in Karpatek. Morgen früh, Donnerstag, dem 4. Donnerstag, dem 4. Wir bitten Sie... Bitten Sie... ihm seine Mission zu erleichtern. Mission zu erleichtern. Punkt, das ist alles, was schuldig ist. Karpatek, eine Minute Aufenthalt. Karpatek, Buchti, Narhania. Ich bitte um Entschuldigung, mein Herr. Ich nehme an, Sie sind Inspektor Julot. Ja, ja, der bin ich. Ah, großartig. Ich bin hocherfreut, Sie kennenzulernen, Herr Julot. Mein Name ist Kassowitz. Ich bin der Polizeichef des Königreichs. Ich habe ein Telegramm mit der Ankündigung Ihres Besuchs vom österreichischen Innenministerium erhalten. Was sagen Sie, hat die Reise Sie nicht zu sehr ermüdet? Nein, nein, mir ist nur ein bisschen kalt. Es ist kalt. Dieses Telegramm hat mich etwas beunruhigt. Ich hoffe doch, dass dem König nichts passiert ist. Wir haben mehrere verschlüsselte Botschaften an seine Hoteladresse geschickt, aber wir erhielten keine Antwort. Ich habe versucht, seine Majestät telefonisch zu erreichen. Aber sobald ich sagte, wer am Apparat ist, einsteigen, habe ich nichts mehr gehört. Das kam mir komisch vor. Was sagen Sie dazu? Oh nein, das hat gar nichts zu sagen, lieber Herr Kassowitz. Nein, das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Der König ist ja inkognito in Wien. Und das ist er doch vor allem, weil er sich zerstreuen will. Ja, ja, zweifellos. Wohlgemerkt, wir wissen, was wir davon zu halten haben. In meiner Position bin ich ja verpflichtet zu wissen, dass seine Majestät ein, wie man sagt, ein Verhältnis hat. Er ist meistens bei ihr, aber er ist immerhin der König. Ja, ja, wissen Sie, er kommt, er geht, das ist seine Sache. Und vielleicht ist er schon nach Transsilvanien zurückgekehrt, ohne dass Sie es wissen. Das würde er nie tun. Wenn er sich entschließt, zurückzukommen, hole ich ihn persönlich ab. Mhm. Aber sagen Sie, Inspektor Julot, weshalb hat Sie Ihre Regierung geschickt? Ja, Ihre Polizei steht in dem Ruf, äußerst leistungsfähig zu sein. Und meine Regierung wünscht ihr Einverständnis vorausgesetzt, mich mit Ihren Methoden vertraut zu machen, mit Ihrer Organisation. Gewiss. Inspektor, ich stehe Ihnen voll und ganz zur Verfügung. Sinnenswürdig, danke. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber allem Anschein nach befindet sich der berüchtigte Fantomas hier bei Ihnen, in Transsilvanien. Er überspringt vielleicht die Grenzen. Fantomas, wenn ich diesem abscheulichen Individuum hier wieder begegne, wird er mir nicht nochmal durch die Lappen gehen. Aber Sie können sicher sein, dass er nicht hier in der Gegend ist. Es ist Ihnen hoffentlich nicht zu unbequem in diesem Frack. Naja, wenn es nun mal die Etikette des Hofes verlangt. Sagen Sie, ist der Hauptturm eigentlich bewohnt? Ja, in der Tat. Da oben befinden sich die Privatgemächer seiner Majestät. Mir war, als hätte ich da oben Licht gesehen, als ich eben vorbei. Völlig unmöglich. Wenn der König nicht da ist, darf keiner seine Wohnräume betreten. Dann habe ich mich wohl geirrt. Die Gäste werden gebeten, sich nunmehr in die Galerie zu begeben. Ihre Majestät, die Königin, geruht, sie gleich zu empfangen. Wie bleibt denn die Großherzogin Alexandra? Sie wird wieder zu spät kommen, wie gewöhnlich. Sie hält sich für so schön, dass sie glaubt, das Protokoll ignorieren zu können. Finden Sie nicht, dass seine Hoheit, der Prinz Godolphin, sehr schlecht aussieht?
Die Gleichgültigkeit, die die Großherzogin ihm gegenüber an den Tag legt, ist ihm unerträglich. Der Prinz ist sträflich naiv. Frauen sind oft launisch. Geben wir es doch zu. Die Königin! Die Prinzessin Kraus! Freiherr Erich von Kamp! Baron Rudolf von Ory, der Graf und die Gräfin von Zorro, Inspektor Julot, Sonderbevollmächtigter der Republik Österreich. Ich bin wirklich entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und es ist mir ein Vergnügen, Sie zu beglückwünschen. Und ich hoffe, dass Sie dem Ihnen vorgezeigten Weg weiterhin folgen werden. Ich gedenke es zu tun, Euer Majestät. Untertänigsten Dank. Die Großherzogin Alexandra. Lady Bertham, sagten Sie was? Nein, nichts. Entschuldigung. Kennen Sie die Großherzogin Alexandra? Nein, ich kenne sie nicht. Aber was für eine aufreizende Schönheit. Wachen! Schnell zum Schlossturm! Hängt ihn fest! Das ist Fantomas! Schnapputsch! Wir haben ihn gefasst, als er flüchtete, aber der Diamant ist verschwunden. Habt ihr ihn durchsucht? Ja, natürlich. Endlich werde ich das wahre Gesicht von Fantomas kennenlernen. Legt ihn in Ketten. Er darf uns nicht entwischen. Seid ihr verrückt? Au. Sie melden sofort der Königin, was passiert ist. Majestät, der Diamant der Krone ist aus dem Zimmer des Königs verschwunden. Aber glücklicherweise ist Fantomas verhaftet worden. Fantomas! Oh. Fantomas verhaftet. Oh, das ist furchtbar. Furchtbar? Das ist doch ein Glück. Oh ja, ich weiß nicht mehr, was ich sage. Es ist gewiss ein Glück. Alexandra, warum gehen Sie? Sie brauchten nur zu sagen, was Sie wollten, und ich habe Ihre Wünsche blind erfüllt. Alexandra. Ich bin sogar so weit gegangen, das Leben eines meiner Leute für Sie zu opfern. Danke, mein lieber Prinz Godolphin. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Und dafür werde ich Ihnen ewig dankbar sein. Aber haben Sie Verständnis für meine Angst? Ich wollte, dass er dem Tod entgeht. Es ist immerhin dieser teuflische Fantomas. Wer kann sagen, ob er es ist oder nicht ist? Selbst die Frau, die ihn liebt, könnte es nicht mit Sicherheit sagen. Die Frau, die ihn liebt? Glauben Sie, ein solches Ungeheuer hätte eine Frau gefunden, die ihn liebt? Mein lieber Prinz. Glauben Sie, dass die Frauen nur Männer lieben können, die es verdienen, geliebt zu werden? Oh, ich bitte Sie, fahren Sie nicht. Sie wissen jetzt, wozu ich fähig bin. Heiraten Sie mich, und wie ich Ihnen versprochen habe, werde ich Friedrich Christian stürzen. Ich werde den Thron besteigen und Sie zu meiner Königin machen. Die Liebe ist eine so ernste und wunderschöne Sache. Und im Grunde kennen Sie mich doch überhaupt nicht. Ich werde versuchen, Sie kennenzulernen. Es ist wahrscheinlich besser, Sie lernen mich nie kennen. Einsteigen! Entschuldigung, der Zug fährt ab. Ein Brief für Sie, mein Herr. Ich habe dich dank dieses einfältigen Prinzen Godolphin retten können. Er ist so verliebt in mich, dass ich ihn dazu gebracht habe, eine seiner Wachen an deiner Stelle umbringen zu lassen. Jetzt habe auch ich, mein zärtlicher Geliebter, Blut an meinen Händen. Wir treffen uns bei dir in Wien. Wenn du nachher einschläfst, mein Geliebter, werde ich im Traum bei dir sein.
Wie bist du so schnell hergekommen? Du bist doch erst nach mir vom Bahnhof abgefahren. Was erzählst du mir denn da, Maud? Ich bin die ganze Nacht durchgefahren und bin gestern angekommen. Am späten Nachmittag. Gestern? Das ist unmöglich. Du hast dich doch beim König von den Wachen fassen lassen. Ich? Niemals. Ich habe mich in einer Nische auf der Treppe versteckt. Und sobald meine Verfolger im Zimmer des Königs angekommen waren, konnte ich in aller Ruhe die Treppe hinuntergehen. Mit diesem hübschen kleinen Diamanten. Schau ihn dir an. Oh. Und der Mann, dem ich zur Flucht verholfen habe, wer ist das? Unser Freund, der liebe Inspektor Juve. Dabei sehen wir uns doch kaum ähnlich, Juve und ich. Das ist ja fürchterlich. In dem Glauben, du seist es, habe ich ihm einen Anzug geschickt, um sich zu verkleiden. Er ist im gleichen Zug gefahren wie ich. Hoffen wir, dass er dir nicht bis hierher gefolgt ist. So, ich werde jetzt zu dem Versteck fahren und den König befreien. Warum willst du den König freilassen? Damit er bei der österreichischen Kreditbank die 30 Millionen Schillinge holen kann. Aber das ist doch sehr gefährlich. Er wird zur Polizei gehen. Nein. Nein, mein Liebling, ich riskiere gar nichts. Er hängt zu sehr an seinem Diamanten. Versuche ein bisschen zu schlafen. Und wenn du aufwachst, werden wir reich sein. Was ist passiert, als Sie die Wohnung von Romy verlassen haben? Ich bin durch die Küchentür hinausgegangen. Aber die war doch doppelt von innen verschlossen. Nein, die Tür war nicht verschlossen. Als ich rausging, da hat mich jemand bewusstlos geschlagen. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, war ich gefangen in diesem Versteck. Wie konnte Fantomas voraussehen, dass ich Fondor begegnen würde? Was hat er ursprünglich geplant? Wahrscheinlich, sie wegen Mordverdachts ins Gefängnis werfen zu lassen. Und da er zu allem fähig ist, hätte er sie entkommen lassen, wenn sie ihm gesagt hätten, wo der Diamant versteckt war. Doch meine Ankunft hat seinen Plan durchkreuzt und die ganze Schuld ist mir aufgeladen worden. Er ist ein Meister der Improvisation. Aber eins hatte er nicht vorausgesehen. Könige kommen nicht ins Gefängnis, selbst wenn sie es verdienen. Ich muss schon gestehen, dass es gewisse Vorteile hat, kein gewöhnlicher Sterblicher zu sein. Also mir wäre das Gegenteil oft viel lieber. Arme Romy, ich habe ihr Lachen so geliebt. Ein Gespräch für königliche Hoheit, Herr Kassowitz. Hoheit, ich bin in Wien. Ich rufe vom Bahnhof aus an. Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Ja, ich reise am Spätnachmittag nach Transsilvanien zurück. Offiziell. Bereiten Sie alles vor. Geht's der Königin gut? Sie ist sehr bestürzt über den Diamantendiebstahl. Sie soll sich nicht aufregen. Ich bekomme ihn zurück. Apropos, haben Sie nicht gesagt, dass Sie Fantomas festgenommen und eingesperrt hätten? Er aber unglücklicherweise Selbstmord begangen hätte? Sehr richtig, Majestät. Er ist von den Toten auferstanden. Auf bald, Kassowitz. Sie scheinen sehr sicher zu sein, Ihren Diamanten wiederzubekommen. Glauben Sie, er wird bei Ihnen erscheinen und ihn zurückgeben? Sicher nicht er persönlich. Er wird einen Botschafter schicken. Die Großherzogin Alexandra bittet, empfangen zu werden. Vielleicht ist sie der Botschafter. Ich lasse bitten. Die Großherzogin ist eine bemerkenswerte Frau. Sie ist eng, sehr eng befreundet mit dem Grafen Selz. Eine Persönlichkeit, die ich sehr verehre. Ich bin beiden herzlich zugetan. Wollen Sie bitte entschuldigen, dass ich Sie so empfange, aber ich bin wirklich überanstrengt. Gewiss, Majestät. Sie sind der galanteste aller Männer. Sie haben also mein Königreich verlassen? Ja. Wissen Sie, auch ich muss gelegentlich einmal ausbrechen. Ich bin auf Einladung des Grafen Selz nach Wien gekommen. Er hat mir freundlicherweise ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Darf ich Ihnen den Journalisten Jérôme Fondor vorstellen? Monsieur Fondor, ich bin entzückt. Von Zeit zu Zeit habe ich die Gelegenheit, Pariser Zeitungen zu lesen. Und ich muss sagen, ich schätze Ihre Artikel außerordentlich. Und Sie, mein Herr, haben mir Ihren Namen nicht gesagt. Monsieur Jules, berühmter Jäger vor dem Herrn. Nur an Großwild habe ich Interesse. Darf ich fragen, ob Sie dem Hof lange fern zu bleiben gedenken? Oh nein,
Nein, Euer Majestät, aber ich habe vor zu reisen. Rom, Paris, London vielleicht. Werden Sie heute Nachmittag bei meiner Abreise anwesend sein? Ich würde mich freuen, Sie am Bahnhof zu sehen. Wenn Euer Majestät es wünschen. Des Königs Wunsch ist mir Befehl. Ich werde dort sein. Und dann habe ich zweifellos den Diamanten bei mir. Meinen Diamanten? Den Diamanten der Krone. Das habe ich mir gedacht. Sagen Sie mir alles, Liebste. Majestät, heute Morgen ganz früh, so zwischen 5:30 und 6, da wurde ich wach, weil geklopft wurde. Der Graf schlief und ich bin öffnen gegangen. Ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, wer vor der Tür stand. Fantomas. Ja. Und er hat mir sofort ihren Diamanten gezeigt. Und er hat gesagt, ich wiederhole seine Worte, ich weiß, dass Sie freundschaftliche Bande mit dem König von Transsilvanien verbinden und dass er zu Ihnen absolutes Vertrauen hat. Bitten Sie ihn, Ihnen 50 Millionen Schilling auszuhändigen. Bitten Sie ihn, Ihnen 30 Millionen auszuhändigen und ich gebe Ihnen den Diamanten zurück. Aber wieso wissen Sie das schon? Nun, das ist eine andere Geschichte. Eine, die bei Feuerwasser und Schinken spielt. Ich bin froh, dass Fantomas Sie gewählt hat. Hat er Ihnen wenigstens keine Angst eingejagt? Oh, nein, Sire. Zu große jedenfalls nicht. Ich werde dem Sekretär der österreichischen Kreditbank sofort die Anweisung geben, das Geld bereitzulegen. In Ordnung? Und ich treffe Sie am Bahnhof und bringe den Diamanten mit. Sind Sie sich dessen auch ganz sicher? Ich glaube, diesmal kann man sich auf Fantomas verlassen. Immerhin ist er der Nutznießer in dieser ganzen Affäre, nicht wahr? Ich fahre heute Abend mit dem 6-Uhr-Zug. Kommen Sie ein paar Minuten vorher. Ich bin im Salonwagen. Ich bin Ihnen unendlich dankbar für das, was Sie für mich tun. Ich werde es Ihnen beweisen. Glauben Sie mir, Majestät, Sie haben keine treuere Dienerin. Na ja, komm da rein. Schauen Sie, Mutter Kirsch. Tja, was haben Sie denn da? Aber das ist ja der Schmuck von Romy, den sie in der Nacht des Verbrechens angehabt hat. Und das ist der Schlüssel vom Hinterausgang. Jemand war in meiner Wohnung. Also du mal langsam. Trinken Sie erst mal einen Schluck Wein. Jetzt sagen Sie mal... Ganz wenig. Jetzt erzählen Sie mal, Mareike. Es ist also jemand in Ihrer Wohnung gewesen. Ja, ich habe das in einem Schubfach im Esszimmer gefunden. Das ist seltsam, ja. Da haben Sie einen Verdacht? Könnte es jemand aus dem Haus gewesen sein? Es war wahrscheinlich der Graf selbst. Er ist vielleicht am Silvesterabend nicht ausgegangen. Was, der Graf? Aber das glauben Sie doch selbst nicht. Gestern ist er oben im 6. herumgeschlichen. Ich habe ihn gesehen, als ich nach Hause gekommen bin. Er kam aus der Toilette am Ende des Flurs. Was macht ein Mann seines Standes im 6. Stock? Er ist schließlich der Hausbesitzer. Er hat wahrscheinlich nachgesehen, ob irgendwelche Reparaturen zu machen sind. Haben Sie Inspektor Jules was davon gesagt? Nein. Mhm. Aber das lässt sich noch regeln. Ich weiß, wo er abgestiegen ist. Er hat's mir gesagt, ich erinnere mich noch. Ich halte es für richtig, wenn Sie zu ihm gehen. Sind Sie sicher? Ich bin ganz sicher. Und ich werde Sie nicht allein gehen lassen. Sie sind zu aufgeregt. Ich gehe mit Ihnen. Oh, das ist sehr lieb von Ihnen. Aber ist das nicht so anstrengend? Sie kommen doch gerade aus dem Krankenhaus. Ach, das Krankenhaus. Aber Kind, wenn mich die Ärzte haben gehen lassen, bin ich auch wieder gesund. Ich nehme mein Tuch und wir gehen. Majestät, das freut mich, aber Sie wiederzusehen. Dann haben Sie sie also endlich freigelassen. Wissen Sie, ich habe mir oft gesagt, es ist doch keine Art, eine Majestät zu behandeln. Sie gestatten, Sie wissen ja, wie die Polizisten sind. Oh, Verzeihung, ist er der Polizist, der Sie aus der Affäre gezogen hat? Sagen Sie, ist Fräulein Mareike zufällig in Ihrer Wohnung? So ein anständiges Mädchen. Eine junge Frau, die Tag und Nacht arbeitet. Eine wahre Künstlerin, sage ich Ihnen. Also komm, wir gehen rauf. Sie ist aber weggegangen. Was? Sie ist weggegangen? Ja. Wohin denn? Wir müssen Sie unbedingt sofort sprechen. Sofort. Alle wollen immer alles sofort. Sie scheinen sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass ich eine kranke Frau bin. Ich komme nie zur Ruhe. Ich schlafe nicht. Ich habe dauernd zu hohen Blutdruck und die fliegende Hitze. Und zu all dem werde ich mir mit all den Geschichten am Ende noch einen schlechten Ruf einhandeln. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung, wo Sie sie erreichen können. Sie hat den Koffer gepackt und ist abgereist. Sie hat Wien verlassen? Ich glaube ja. Gehen Sie ruhig auf, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Und Sie wissen wirklich nicht, wo sie ist? Nein, weiß ich nicht.
Sie hat mir nur flüchtig die Hand gedrückt und mir gesagt, Mutter Kirsch, sobald ich angekommen bin, schicke ich meine Adresse, damit Sie mir die Post nachsenden können. Ja, nicht zu ändern. Danke, Frau Kirsch. Nein, Majestät, wollen Sie mir nicht ein Foto mit Ihrer Widmung schenken? Oh, das tut mir schrecklich leid. Ich habe keins bei mir und... Und außerdem erlaubt es das Protokoll nicht. Verstehen Sie? Oh, das ist aber schade. Mhm. Auf Wiedersehen, Majestät. Es ist nicht zu glauben. Nie ist jemand an der Rezeption. Am Tag meiner Abreise werde ich brüllen müssen, um meine Rechnung zu bekommen. Es ist in dem Zimmer! Mareike! Das ist offenbar das Werk der Hausbesorgerin, die niemand anders ist als der Graf Selz. Der wiederum niemand anders ist als Fantomas, das Böse. Fandor, wir können nichts mehr für Sie tun. Es hat mir sehr leid getan, Silvester nicht mit eurer Hoheit verbringen zu können. Arme kleine Romy. Was für eine schreckliche Geschichte. Im Grunde, lieber Graf, können Sie von Glück sagen, nicht da gewesen zu sein. Sie hätten ja auch des Mordes angeklagt werden können. Nun, Monsieur Jules, was erwarten Sie von mir? Inspektor Jules, das wissen Sie sehr gut. Aber wieso denn? Ich verstehe nicht. Ich glaube, ich habe Sie zum ersten Mal vor ein paar Stunden beim König gesehen. Hören wir jetzt auf mit der Komödie. Lady Bertram. Bitte, sprechen Sie leiser. Wo ist der Diamant? Geben Sie ihn mir auf der Stelle. Ich habe ihn noch nicht. Ein Bote wird ihn mir bringen. Sie lügen! Machen Sie keinen Skandal, Inspektor Schiff. Ja, es stimmt, ich habe den Diamanten. Geben Sie mir sofort. Ich werde ihn seinem Besitzer zurückgeben. Sie und von Thomas, Sie können Ihren 30 Millionen Schillinge nachtrauern. Besser haben Sie es auch nicht verdient. Der König! Sind Sie sicher, dass das der König ist? Absolut. Nicht der junge Mann, den ich aus dem Gefängnis geholt habe. Er ist es. Ich kenne seine Majestät seit seiner Kindheit. Ich muss zu seiner Majestät. Er erwartet mich. Nein, das wäre zu leicht. Erst den Diamanten. Gerne. Stecken Sie mal Ihre Hand in meinen Mund. Ich hatte nichts anderes im Sinn, als Ihnen den Diamanten zurückzugeben und Ihnen zu helfen, Fantomas Ding festzumachen. Das sagen Sie, weil Sie fühlen, dass Sie verloren sind. Wenn die Ratten das Schiff verlassen, geht es unter. Kommen Sie mit. Ja, er ist es. Verhaften Sie ihn. Monsieur Avar! Aber das ist doch... Führen Sie ihn ab. Los, los, abführen. Was soll das? Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich nur... Au, Sie tun mir weh. Ruhe, machen Sie keine Geschichten. Durchsuch diesen Mann. Um Gottes Willen, lassen Sie den Unsinn. Jetzt hören Sie doch erst mal zu. Fantomas ist da und wir haben ihn. Ich bin Inspektor Jules von der französischen Polizei. Mein Chef, der Direktor der Kriminalpolizei, Monsieur Avar, kann es bezeugen. Fantomas ist der Graf Selz. Passt ja alles zusammen. Ich habe ja sowas geahnt. Dieser Mann hat ganz offensichtlich den Kopf verloren. Sie sind Fantomas. Ich habe Sie in Karpatek verhaften lassen. Als Sie geflüchtet sind, haben Sie eine Wache getötet. Wir haben ihn mit einem Dolch im Rücken aufgefunden. Und Sie hatten Komplizen. Aber Sie werden ein Geständnis ablegen. Lady Beltham hat mich entkommen lassen. Ich meine die... Ein weiterer Beweis dafür, dass Sie Fantomas sind. Was? Das wagen Sie zu sagen? Herr Direktor, wir haben soeben die Leiche eines gewissen Fräulein Mareike entdeckt. Im Hotel Praterstern, im Zimmer Nummer 7. 3 Kugeln in der Brust. Ist das Ihr Zimmer? Antworten Sie. Mein Gott, ja! Was für eine furchtbare Geschichte. Der Fall ist klar, was gibt es noch hinzuzufügen? Ach, dieses Ungeheuer, so werden Sie sich nicht aus der Affäre ziehen. Monsieur, sagen Sie ihm, wer ich bin und dass ich seit über 20 Jahren im Polizeidienst stehe und seitdem hinter Fantomas her bin. Wer sind in Wirklichkeit Sie? Was für eine Schande. Lassen Sie ihn ausliefern. Ich werde ihn persönlich nach Paris zurückbringen. Los, führt ihn ab. Geben Sie mir den Diamanten, Kassowitz. Ich möchte seine Majestät nicht länger warten lassen. Bitte schön, Herr Graf. Übergib der Großherzogin das Geld. Da haben Sie die 30 Millionen Schillinge. Übergeben Sie sie bitte, Fantomas. Ein König pflegt sein Wort zu halten, Madame. Danke, Eure Majestät. Fantomas? Ich habe ihn eben in meinem Wagen gesehen. Schweigen Sie, Monsieur. Sie sind eine Schande für die französische Polizei. Warum hast du zugegeben, dass du die Stelle des Königs eingenommen hast? Du hast dich den Wölfen in den Rachen geworfen.
Ich wollte sie nicht im Stich lassen, Schiff. Irre, draußen wärst du mir viel nützlicher gewesen. Wer wird nun Jagd auf Herrn Thomas machen? Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen, Schiff. Eine Geschichte eines armen Gefangenen, der unbedingt ausbrechen wollte. Ja gut, brich aus, mein Junge, brich aus. Und dieser Gefangene hatte sich einen Tunnel gegraben, Monat um Monat, und eines Tages war er frei. Aber draußen hat er sich so gelangweilt, dass er ins Gefängnis zurückgekehrt ist. Ich sagte, Herr armer Irrer, brich aus. Keineswegs, keineswegs. Juif, der Gefangene war nicht verrückt, er hatte bloß begriffen, was er wirklich liebte. Und das war nicht die Freiheit, sondern das Graben eines Tunnels. Ihr Tunnel, Juif, ist Fantomas. Ich sage dir, brich aus, brich aus. Hau ab, Junge. Ich träume wohl. Wo ist denn dieser verdammte Journalist geblieben? Der macht Jagd auf Herrn Thomas. Der Kampf geht weiter, Monsieur.